Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge LS25. Und wir sind auf der Asia Map unterwegs und wir sind, wie ihr seht, unterwegs zu einem Auftrag, Gestein zu zerbrechen, beziehungsweise einen Felsen oder vier Felsen sollen wir hier wegputzen, weghauen. Und das Spannende ist eigentlich, da gibt es für den Felsen einen Bonus, aber es gibt sogar auch Strafen. Also, das schauen wir uns gleich an, während der Kollege hier unterwegs ist mit dem New Holland zu dem Auftrag. Und ich habe hier noch weitere Gerätschaften stehen. Wir werden auch einen kleinen Ernteauftrag heute machen, denn Aufträge helfen uns ein kleines bisschen hier über die Map zu kommen und uns das Ganze mal anzusehen, wie es hier aussieht. Aber da kommen wir dann gleich dazu, denn wir schauen mal, wie es hier aussieht. Ich habe jetzt hier soweit das Feld mal ready gemacht. Also hier ist jetzt überall Gras drauf. Sieht auch soweit ganz gut aus. Wir brauchen noch Kalk und muss gewalzt werden, aber wir schauen noch ein bisschen auf unsere Finanzen. Das heißt, ja, kalken lassen wir mal diesmal aus. Aber ich habe ein anderes Thema. Da fällt mir gerade ein. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gemacht hier, ne? Nee, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten und dann will ich hier eventuell dann noch einen Weg reinmalen. Ich glaube, das passt soweit. Die ersten Paletten sind noch nicht da, aber das soll uns nicht weiter stören. Was mich jetzt allerdings ein kleines bisschen stört und auch umtreibt, das ist die Tatsache hier, was machen wir mit unserer Baumwolle? Naja, also ich muss ja sagen, die Baumwolle, das sieht schon nach einem großen Feld aus. Da kommen, glaube ich, schon 2-3 Hektar zusammen. Aber ich habe so einen kleinen Bauchschmerz. Muss ich sagen. Ich habe im Moment noch die Saatmaschine, die Drille, weil die hatte ich ja gemietet, wollte ich zurückgeben, aber ich hätte sie noch und es ist auch noch ein bisschen Material da und ich bin jetzt echt am Überlegen, was ich da machen soll mit dem Feld. Ich könnte auf der einen Seite Raps aussehen, ich könnte auf der anderen Seite auch noch ein bisschen warten und im nächsten Monat Gerste oder Weizen machen. Ja, warum? Ja, ich habe nämlich ein kleines bisschen Schmerz mit den Baumwollgeräten, mit den Erntern, denn ich bin, wenn ich richtig weiß, und da müsst ihr mir eventuell helfen, nicht mehr ganz auf dem Laufenden, was die Geräte hier angeht. Ich weiß, glaube ich, dass der John Deere halbfertige Ballen nicht auswerfen kann. So, und ja, hier sind es 20.000 Liter, hier sind es aber nur 10.000 Liter und ich weiß jetzt nicht mehr, wie es beim Case war, weil es ist natürlich ganz klar, wenn ich jetzt über das Feld fahre, habe das Gerät angemietet für 25.000 und kann keine Ballen verkaufen, weil er mir den Ballen nicht auswirft, ja, dann habe ich ein kleines Problem. Und ich kann mich noch erinnern, dass es beim John Deere auf jeden Fall so war, dass man unfertige Ballen nicht auswerfen konnte. Jetzt wirft er natürlich bei 10.000 schon aus. Das heißt, früher, während er hier halt 20.000 hat. Aber ich bin der Meinung, der Case konnte unfertige Ballen auswerfen. Also, da müsst ihr mir unbedingt mal helfen. Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist. Denn ansonsten würde ich im nächsten Monat eventuell halt dann doch hier Getreide ansäen, damit wir was zum Verkaufen haben und mir dann einfach nur einen Drescher mieten. Denn ich glaube, und das ist nämlich der nächste Punkt, wenn ich mir das hier jetzt angucke mit den Tierchen, denn wir haben ja hier unsere Ziegen drin und wir haben ja unsere Schafe drin und die Kapazität ist ja noch nicht so groß und ich bin mir der Meinung, dass die auch jetzt nicht so viel fressen und die haben natürlich ja auch noch die Weide, ne? Also soll heißen, wenn wir hier Gras ernten, dann werden wir hier jede Menge Gras ernten und dieses Gras werden wir mit Sicherheit nicht brauchen, nur um die Tierchen hier zu füttern, sondern wir werden mit Sicherheit auch sehr, sehr viel verkaufen können. Und da bin ich halt auch am Überlegen, machen wir dann auch gleich Silage, dann brauchen wir natürlich noch einen Wickler oder machen wir nur Ballen und verkaufen die. Naja, also so richtig schlau oder schlüssig bin ich hier mir noch nicht, was ich hier machen soll. Also schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was Sinn macht. Macht es Sinn, da oben wirklich diese Baumwolle reifen zu lassen und dann abzuernten mit einem gemieteten Baumwollernter und dann vor allen Dingen mit welchem? Und seid ihr der Meinung, ich kann dann auch einen halbfertigen Ballen verkaufen und dass ich dann nicht mit einem vollen, ja, 98% vollen Ernter dastehe und kriege meine Ballen nicht raus? Ja, das wäre schon ein bisschen worse Case, würde ich sagen. So, ich habe jetzt hier eine kleine spezielle Konfiguration und zwar werde ich mal hier den Schneidwerkwagen hier hinten anhängen. Ich denke, das müsste eigentlich auch gehen und jetzt will ich aber noch mal ganz kurz reinschauen bezüglich, warte,
wo er hier herumfährt. Ah, ich glaube, hier sind wir richtig. Hier werden wir wohl arbeiten müssen. Okay, so schaut das also aus. Ich glaube, das ist eine relativ neue Geschichte hier mit den Aufträgen. Genauso wie man auch Strohschwart jetzt aufnehmen kann. Man muss also nicht hier komplett mähen und machen und tun, sondern es soll wohl auch Aufträge geben, wo man nur Strohschwart macht. So, aber den habe ich leider nicht. Ich habe hier diverse Dünge, Ernte, Hacken, Aufträge, finde ich auch ganz gut so. Und dann haben wir diesen Holztransport, aber das habe ich schon beim Kollegen Senz gesehen, dass das doch eine ganz schön aufregende Geschichte ist. Vor allen Dingen, wenn man den dann, na, wo ist es? Ja, genau, man muss es zur Schreinerei bringen oder zum Sägewerk und das wird schon eine spannende Geschichte. Und ja, und auch noch von der anderen Seite der Karte. Jetzt sehe ich das auch erst. Finde ich übrigens auch nicht schlecht jetzt mit dieser Karte, mit dieser Position, dass man das auch wesentlich besser sieht, wo man die Sachen hinbringen muss. So, dann haben wir hier verschiedene Spritzaufträge, sogar einen Steinsammelauftrag. Und hier gibt es nochmal Totholz. Aber das sind alle so Geschichten, das kann man auch mal bei Gelegenheit tun. Wie gesagt, ich finde es dann halt immer schön, einen Auftrag zu machen, wo man dann auch ein bisschen über die Map kommt. Hier wäre ein Auftrag ziemlich in der Nähe bei unserem Feld, nämlich Nummer 40. Und hier ist ein Auftrag, der führt uns auch praktisch über die gesamte Map von oben von 46 runter in den Hafen. Das gleiche haben wir ja jetzt auch hier bei diesem Auftrag. Da können wir also auch mal in den Hafen reinfahren. Und das finde ich auch interessant, dass wir endlich mal durch die Stadt kommen. Auch wir Landleute müssen ja mal ins Städtle. So, und hier habe ich jetzt diesen Auftrag und das sieht man. Anzahl der Felsen 4, zerstörte Felsen. Strafe pro Felsen 1000. Was heißt Strafe? Ja, das werden wir uns gleich mal ansehen. Da habe ich keine Ahnung und ich würde am liebsten doch ordentlich hier Kohle machen. So soll das Ganze doch am Schluss aussehen. Aber jetzt machen wir Folgendes. So, hier, den Kollegen schicken wir mal los. Da habe ich, ach ja, das mit dem Losschicken, das ist auch so eine Sache, ne? Also ich muss hier auf die Karte, muss dann den Kollegen hier auswählen. Ja, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen und Ziel setzen. Und ich habe vorhin schon probiert. Also hier scheint er nicht hinzukommen, hier in die Straße. Wenn ich den jetzt aber hierher setze, na, ja, ich versuche den immer mitten reinzusetzen, dann scheint es zu funktionieren. Dann setzt er sich in Bewegung. Wir springen mal raus und versuchen nicht unter die Räder zu kommen und werden mit dem anderen Fendt hier hinterherfahren. So, wir machen mal die Rundumkennleuchte an. Links ist frei und dann fahren wir mal hinterher und schauen uns das Ganze an, wie er das schafft, zum Feld zu kommen. Hervorragend. Ja. Ja, er zuppelt. Das ist übrigens der Fendt, wo wir ja schon mal drauf angesprochen hatten, der auch diese Neigungstechnik hat für den Berg. Und da bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt gleich hier sehen auf dem Feld, ob das hier auch zum Tragen kommt. Ja, was soll ich sagen? Ich habe gerade wieder meine Playsee hier angeworfen und nicht vergessen, wir spielen hier auf der Playstation und zwei Punkte. A, hatte ich wieder diese drei komischen Lichtpunkte, dann plötzlich hat hier das Flackern angefangen im Boden. Verschiedene Bodentexturen haben angefangen zu flackern und dann habe ich mir gedacht, ja, ich starte das Game nochmal neu, also nicht das Game, die Map nochmal neu. Dann waren wieder die drei Punkte da, dann war wieder so ein Viereck da und jetzt ist es wieder weg. Also da ist irgendwas noch, ja, im, höre ich da gerade irgendjemanden hupen? Nee, da ist also irgendwas, stopp, mein Freund. Was denn los? Ja. Na? Ja, KI-Helfer D. Naja, will anscheinend nicht. Okay. Naja, das habe ich schon gemerkt mit der Wegfindung und so weiter. Also da ist auch noch nicht alles Gold, was glänzt. So möchte ich es fast formulieren. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie kriegen wir den Schneidwerkwagen am besten hin. Wo packen wir den hin? Ja, dann wollen wir mal. Ja, also wie gesagt, hier gibt es anscheinend noch ein paar Grafikfehler. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, dass der also hier diese drei Leuchtpunkte gemacht hat. Und jetzt hatte ich das erste Mal wirklich so ein Flackern in den Texturen, in den Bodentexturen. Ich habe zuerst gedacht, das wären diese Pfützen oder ähnliches, aber es waren dann, ja, jetzt steht da genauso zwischendrin, ne? Aber das waren irgendwelche andere Themen. Okay,
Naja, warten wir es ab, wie sich das Ganze entwickelt, was der nächste Patch bringt. Und das hier ist auch merkwürdig, wenn der rückwärts fährt, dann bremst der immer. Ne? Und jetzt bremst er wieder. Naja, okay. So, dann werden wir den Kollegen hier erstmal anhängen. Naja, was soll's. Oh, jetzt haben wir ja noch Verkehr. Leute, Leute, Leute. Ja, wir fahren da mal rückwärts. Ja, der hängt immer. Der bremst immer. So, jetzt aber rein hier. Aufgeklappt. Und jetzt muss ich die Karte unten anmachen. Ja, Feld 24, das scheint das Richtige zu sein. Hier die Feldeinfahrt. Okay. Und dann fangen wir mal an. Sehr schön, soweit passt das. Ja, man sieht auf jeden Fall, ups. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil ich habe ja bei den Kollegen schon gesehen, man muss jetzt diesmal deutlich präziser arbeiten. Also auch bei diesen Aufträgen, diesen Schwadaufträgen, um Ballen zu machen, da macht man übrigens Quaderballen, da muss man dann wirklich schon fast alles aufnehmen, damit man die 100% erreicht. Also es ist nicht mehr so, dass man da die Hälfte liegen lassen kann. Also man muss da schon aufpassen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das hier jetzt aussieht. Ob wir hier jetzt auch das volle Feld abernten müssen oder wann er dann sagt, dass gut ist. So, interessanterweise haben wir oben jetzt auch beide Anzeigen für die Aufträge. Finde ich auch gut. Wir sehen also jetzt, dass der Ernteauftrag zu 5% abgeschlossen ist und der Felsenauftrag noch nicht begonnen wurde. Das ist richtig, das ist richtig. Da widerspreche ich nicht. Oh, danke. Zu 10% abgeschlossen. Ja, jetzt sieht man wunderschön auch ein bisschen die Neigetechnik. Ne? Man kann jetzt hinten erkennen, dass die Hinterachse also jetzt sich der Neigung folgt, während der Fendt praktisch waagrecht ist und auch vorne das Schneidwerk. Hervorragend. Ja, gefällt mir gut. Gefällt mir gut. So, wir fahren hier natürlich ein Vorgewende. Was mir jetzt ein kleines bisschen fehlt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wir haben jetzt zwar einen wunderschönen Helfer, aber jetzt hier einfach draufdrücken und Helfermarsch. Ich glaube, das geht so nicht mehr, ne? Nee, da will jetzt irgendwas basteln. Da hat jetzt natürlich das Feld. Ja. Also, ich muss ehrlich sagen. Jetzt, was macht er denn jetzt? Hat man nicht früher die rechte Taste gedrückt und dann ging das Ding an? Augenblick. Ja, das ist auch nicht mehr, ne? Früher konnte man doch einfach, man hatte die Haspel bzw. das Mähwerk angewählt und konnte dann einfach mit Kreis das Ganze praktisch starten. Jetzt muss ich praktisch wieder entweder einschalten, ja, ablassen oder einschalten. Aber ablassen und einschalten gibt es so nicht mehr, ne? Okay.
So, das Ganze könnte ja jetzt wirklich ein abendfüllendes Programm werden. Also machen wir jetzt doch Folgendes. Wir schauen mal, was der Helfer mir anbietet. Ja, wir müssen natürlich wieder. Ja, Vorgewände will er machen. Vorgewände bearbeiten. Naja, ist egal, dann machen wir es so. Also, ab die Post. Und dann schauen wir mal, was er tut, der Helfer. Ja, er überlegt. Aber er macht tatsächlich hier weiter. Okay. Na, also, damit können wir auch leben. Sehr schön. Also, dann würde ich sagen, hier hinten erstmal abhängen, weil das Gerät werden wir nicht mehr brauchen. So, und dann fahren wir schon mal hier rüber. Okay, hier flackern die Spiegel zum Glück nicht. So, dann stellen wir den nämlich hier auf den Feldweg und da stört er nicht. Und ob uns jetzt hier vorne das hier ein bisschen das Genick bricht, werden wir dann sehen. Jetzt schauen wir erstmal, was denn er hier zu arbeiten hat und was er hier zu tun hat. Okay. Wie funktioniert das Ganze? Dazu schalte ich erstmal wieder die Hilfe ein. Oh ja, zack und zack. Ein und zack. Okay. So, abkuppeln, Kamera wählen, Karrierehilfe aktivieren. Wie, das kann ich hier auch? Nee, das glaube ich nicht. So, Karte anpassen, hydraulisch. Hydraulikkammer aufklappen. Aha. Und anschalten. Ah, okay. Muss ich da jetzt irgendwas beachten? Darf ich nicht zu tief rein oder so? Oder wie lange geht das? Ah, okay. 25%, alles klar. Ah, ich vermute, ich darf nur die Felsen machen, die halt markiert sind. Und wenn ich den Felsen daneben dran mache, wo kein Fähnchen drin ist, dann kriege ich vermutlich Stress. Ach, der ist auch noch an. Okay. Dann werde ich vermutlich die Strafe kriegen, weil ich den falschen Felsen weggepackt habe. Okay. Naja, eigentlich im Prinzip narrensicher, würde ich sagen. Und mehr oder weniger leicht verdientes Geld. Mehr oder weniger leicht verdientes Geld. Also das ist ja ein schicker Auftrag. Natürlich müssen wir jetzt noch die Kosten für die gemietete Maschine abziehen. Absolut richtig. Ich muss jetzt allerdings fragen, gab es das im LS22 auch schon? Weil es gab ja irgendwie die Möglichkeit, Kalk bzw. irgendwas konnte man doch da auch machen mit so einem Bergwerk oder irgendwas. Kam das nicht auch mit Silver Run Forest, mit diesem Platinum-DLC? Gab es da auch was in dieser Richtung? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, habe ich mich nie damit beschäftigt, aber das werdet ihr mit Sicherheit wissen. Oh, ich bin ein Samariter, weil ich mal meinen ersten Auftrag hier erledigt habe. Sehr schön, Auftrag ist abgeschlossen. Das heißt, dann gehen wir doch gleich mal rein, verdienen ein bisschen Geld, Aufträge. Aktiv, abgeschlossen, abschließen natürlich und... Bingo, der Beauftrag wurde abgeschlossen und wir haben ein bisschen Geld. Sehr schön. Dann schauen wir mal in der Zwischenzeit, was die anderen zwei... Was ist sein Problem, weil da nichts mehr ist, oder was? Nee, wo bin ich denn reingefahren? Hä? Was ist das Problem jetzt von ihm hier? Außer, dass er mich Geld kostet. Außer, dass er mich jetzt Geld gekostet hat. Der Helfer kostet ja immer Geld, ne? Das dürft ihr ja nicht vergessen. Hm. Sind wir an der Stelle ins Feld reingefahren? Nee, oder?
Also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ah, genau. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist natürlich auch wieder so ein bisschen klar. Aber ich habe jetzt schon festgestellt, nachdem ich ja bei den Kollegen reingeschaut habe, dass wir hier doch deutliche Grafikunterschiede haben. Weil mir ist aufgefallen beim Sense zum Beispiel, dass da auf den Straßen Blätter liegen. Und das haben wir hier nicht. Oder? Oder kann es einfach nur sein, dass bei ihm jetzt schon Herbst ist und bei hier noch nicht und deswegen haben wir keine Blätter? Aber ich habe schon den Eindruck, dass es da grafisch doch Unterschiede gibt natürlich zum PC und zur Konsole, was aber auf der anderen Seite ja auch nicht überraschen dürfte, ne? Denn natürlich, je nachdem, welche Hardware man hat hier, kann man natürlich deutlich mehr auch Grafik pushen. Das habe ich ja auch schon hier auf dem Mac gesehen. Aber dafür habe ich halt das Thema auf der PlayStation nicht, dass ich mir Gedanken mache, welche Grafikeinstellungen ich eben hier benötige. Aber ich werde mal darauf achten, sobald wir hier in den Herbst kommen, ob dann tatsächlich hier am Straßenrand dann auch hier bei uns entsprechend Blätter liegen. Und ich bin natürlich auf den ersten Regen gespannt, denn der soll ja eben dann wunderschön die Reifen so nass machen, so glänzend nass. Natürlich soll der Regen, die Regentropfen dann an der Karosserie teilweise heruntertropfen. Und natürlich sollen die Tropfen dann auf dem Asphalt auch wieder so zurückspringen. Da bin ich wirklich drauf gespannt, wie das sich grafisch auch hier auf der PlayStation macht. Und den Vergleich zwischen beiden Systemen habe ich ja jetzt. Und da kann ich euch dann mit Sicherheit auch ein bisschen was dann dazu sagen, sobald es soweit ist, dass wir diese Grafikeffekte haben. So, ich würde sagen an der Stelle, ich mache den Auftrag jetzt fertig und hole euch dann ab, wenn wir das Ganze zum Hafen bringen, damit wir auf jeden Fall mal noch eine kleine Tour hier über die Map machen. Ich sage an der Stelle recht herzlichen Dank fürs Zusehen und natürlich bitte Abo und ein Like nicht vergessen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat und ihr weiter Guru-Content sehen wollt zur PlayStation 5. Ich bedanke mich, sage an dieser Stelle wie immer Tschüss, ciao, cheerio und bis zum nächsten Mal, euer Bahnfahrer.